Hallo zusammen, heute möchten wir über die HTML-Farbe einfach berichten. Und wie Sie schon wissen, in HTML kann eine Farbe unter Verwendung eines Farbnamens angegeben werden, einen RGB-Wert oder einen Exatwert. Also, mit der Farbname in HTML kann eine Farbe unter Verwendung eines Farbnamens angegeben werden. Zum Beispiel, wir haben diese Farbe hier, es ist zum Beispiel rot und in Englisch ist es red und das ist die Farbe orange und das ist gelb, aber in Englisch hat es einen anderen Namen. Und wie Sie sehen, wir haben die Möglichkeit, unseren Farbe in RGB angeben und wir wissen schon, dass die RGB-Farbe sind von zwischen 0 und 255 und zum Beispiel, wenn wir die Farbe Rot angeben wollen, dann sollten wir RGB erstmal schreiben und dazwischen schreiben wir die Farbe. Die Farbe zum Beispiel Rot ist 255 und danach 00. Und wenn wir Gelb einfach schreiben wollen, dann ist es einfach so 52, 52 und 0. Wir initialisieren einfach die Welten und Sie sehen schon einfach, wie es ist. Wenn ich drauf drücke, dann sehen Sie schon, dass die erste Farbe war rot und die zweite Farbe war einfach so und die dritte Farbe war einfach so. Also, und Sie können einfach auch, wie wir hier gemacht haben, Sie können zum Beispiel einfach Ihre Style so einfach definieren und das Wert einfach zuweisen, wie hier sehen. Wir haben gesagt, wir wollten zum Beispiel eine Überschrift mit diesem roten Wert haben. Und hier ist auch eine Überschrift mit diesem Wert hier. Und diese dritte Überschrift mit dem Wert hier wollten wir einfach haben. Und das ist das Ergebnis, was wir hier haben. Also Sie sehen schon, wie Sie mit Farbe so umgehen können, RGB-Farbe umgehen können. Und ich zeige euch auch, wie Sie auch mit Hexfarbe so umgehen können. Also Hexwerten sind in HTML kann man eine Farbe auch in Hexadezimal einfach angeben. Und das Beispiel wird einfach so. In Hexadezimal werden wir einfach so das Wert initialisieren. Rot wird zum Beispiel so und die Farbe Gelb wird einfach so initialisiert. Und Sie merken einfach so, wie es in Hexadezimal einfach viel, viel einfach ist. Also, wenn wir drauf drücken, dann wird es auch genauso. Aber nur der Unterschied ist einfach nur hier drinnen, anstatt diese RGB-Farbe zu schreiben, haben wir einfach diese Hexadezimalfarbe geschrieben und es wird einfach einfacher. Also, Sie haben zwei Möglichkeiten für die Farbe in HTML zu initialisieren und das haben Sie heute gelernt und ich freue mich einfach, das nächste Video wieder mit euch zu teilen.